Ich würde ihm gerne 10 Euro schenken. Ja, ja, das wäre gut. Ist in Ordnung? Das ist in Ordnung. Einen wunderschönen guten Tag, meine jungen Freunde. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Salami TV und ich bin einfach nur ein ostdeutscher Ossi mit Mordsappetit. Ständig auf Suche nach neuen kulinarischen Köstlichkeiten. Freunde, was soll ich sagen? Es ist Samstag früh. Alles schläft noch, alles liegt noch im Bett. Und Salami ist schon wieder unterwegs, weil Salami ein Frühaufsteher ist. So, kurze Rede, gar keinen Sinn. Ich werde jetzt mich zum Dönerladen begeben. Und dann werde ich erstmal mir so einen richtig fetten Chicken-Döner instant reinrennen, Freunde. Und erkennt ihr den Platz, wo ich hier sitze? Bestimmt nicht, aber ich zeige euch gleich mal eine andere Perspektive und dann sage ich mal ein bisschen was dazu. So, meine Frage an die Community. Erkennt ihr noch diese Statue hier? Genau hier, wo ich jetzt stehe, stand vor 2-3 Wochen Olaf Scholz und wurde vom Volk ausgebuht. Und das Volk stand genau, hier stand das Volk und hat geschrien, du Verräter, nee, was haben sie gesagt? Volksverräter, hau ab, hau ab, hau ab, haben sie geschrien. Genau. Und hier, genau an dieser Stelle hier, stand Olaf Scholz. Pfui Deibel, pfui Teufel. Oh, und da hinten sitzt offensichtlich ein Mann, der nicht so viel Glück hat im Leben. Da werden wir mal hingehen und den werde ich erstmal 10 Euro schenken. Guten Morgen. Ja, das ist auch. Ja. Heute wird doch, denke ich mir, ja. Ist ja windstill. Darf ich fragen, Sie leben richtig auf der Straße? Also. Nein, nee? Ich hab mit 2 Mann haben wir eine Bude. Ah ja. Diakonie. Ja, ja, ja. Bahnhofstraße 11. Das ist, ja, ein, ja. Das ist ein Neubau. Ja, ja. Und da bin ich gleich Zimmer 1, ist gleich unten. Ah ja. Ich würde Ihnen gerne 10 Euro schenken. Ja, ja, das wäre gut. Ist in Ordnung? Das ist in Ordnung. Schauen Sie, bitteschön. Oh, weiß gar nicht, wie ein Zehner aussieht. Lange nicht gesehen. Können Sie auch gegen das Licht halten? Der ist echt. Ach Gott. Wir hatten heutzutage Falschgeld. Ja. Ich würde Sie auch gerne zum Döner nachher einladen, wenn Sie das möchten. Nö, nee? Essen nicht. Alles satt. Klar. Gut. Also gegessen, also das tue ich immer. Also, ja, ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und Neuruppin ist ja ein Dorf, man sieht sich ja immer. Naja, eine Kreisstadt. Eine Kreisstadt, genau. Ich bin geboren in Ribnitz-Damgarten, war auch eine Kreisstadt. Oh, das sagt mir jetzt nichts. Liegt zwischen Stralsund und Rostock. Ach, oben im Norden? Ja. Ja. Ich bin Rostocker Holtert eher. Ja, ja. Wahnsinn. So Leute, ihr habt es ja gehört, der gute Mann, der hat meine Einladung nicht angenommen, was ja auch völlig okay ist. Ja. Da muss ich wohl alleine speisen. Ich bin ja gerade in der Färbeliner Straße. Einer der besten Döner bei mir in der Stadt, wie ich meine. So Leute, da sitze ich hier alleine mit meinem Döner-Kebab. Aber der Mann hatte wahrscheinlich andere Pläne. Und ich habe ihm auch gefragt, überlegen sich das gut, ob ich sie zum Essen einlade oder nicht. Weil so ein unmoralisches Angebot hat ihm bestimmt noch niemand gemacht, oder? Hat er gesagt, nee, stimmt. Aber ich habe keinen Hunger, sagt er. Na gut, er wird sich wahrscheinlich auch flüssig ernährt haben. Aber jetzt kommen wir zum Döner. Ich zeige euch den mal in der Aufnahme. So Leute, und hier ist der Döner, wie man ihn kennt. Ja, natürlich mit Knoblauchsoße, was sonst. Alles andere kommt für mich nicht in Frage. Und jetzt werden wir uns den mal schmecken lassen. Ach übrigens, da ist nur Zwiebel und Fleisch drauf und Knoblauchsoße. Mehr nicht. So, hier ist er nochmal. Der leckere Döner-Kebab. Ja. Jawohl, Freunde, Döner macht. Ach komm, lassen wir das. Der erste Happen, weiß ich nicht, den widme ich nur diesem obdachlosen Mann. Mahlzeit. Junge, der erste Happen und ich sehe mal aus wie eine Drecksau. Gerade am See und die Leute, die laufen hier alle an der Seepromenade entlang. Die denken so, was macht denn der Dussel da mit dem Handy oder mit der Kamera? Wir essen, Leute, essen. Döner gönnen, das macht er. So. Und der Mann, der war auch sehr, sehr nett und höflich so. Hm?
Da wird die Knoblauchsoße immer selber zubereitet. Weil ich kenne die da. Die haben so einen 10 Liter Eimer Naturjoghurtsoße. Und dann steht wirklich in der Morgens und haut er erstmal 10, 15 Knoblauchzehen klein. Die Knoblauchzehen werden dann püriert und dann wird die pürierte Knoblauchmasse wird dann in den Eimer und dann rühren die das um. Mit so einer Bohrmaschine, mit so einem Quirl, ne? Oh, yummy. Beste Fastfood. Ich glaube sogar nicht das Fastfood Nummer 1 in Deutschland, glaube ich. Oder? Ja. Danke schon. Ja. Ich blicke gerade auf den See. Freunde, hab einen Döner in der Hand. Muss dann hin zur Spätschicht. Kann ja nicht dem schöner sein. Ich hab keinen Bock heute. Ja, aber. Naja. Oh, nochmal hatten wir von der Ecke. Unbelievable. Ja. Und wie gesagt, meine bevorzugte Variante, Fleisch, Knoblauchsoße, Zwiebeln. Mehr nicht. Mehr nicht. Okay, Zwiebeln ist ja auch wahrscheinlich Grünzeug für die Gehör, so ein bisschen, wa? Ich hoffe, die Windgeräusche machen keinen Stress, nur. 6 Euro hat der gekostet. Aber ist okay. Wenn die Fleischqualität stimmt, bezahle ich gerne 7 Euro. Ja. Du merkst richtig die frische Knoblauchsoße. Du schmeckst richtig den frischen Knoblauch raus, Freunde. Film nachher noch mal zum See, wenn ihr das möchtet. Ja. Hier, wie gesagt, nur Zwiebeln. Nur Zwiebeln und Fleisch, mehr nicht. Das war erst 10 Uhr morgens, aber sind schon sehr, sehr, sehr viele Leute unterwegs. Und man merkt, dass es Herbst wird, Freunde. Man merkt, dass es Herbst wird, aber. Gut, ich glaube hier euch mit so einem Schwafel voll, das wird ihr wahrscheinlich nicht hören, oder? Ja. Mehr nicht zu sagen. Ich werde das Ding hier neue Nüsse aufhuten, Freunde. Ja. Ihr könnt mir alle Kommentare schreiben, wie ihr euer Döner gerne esst, welche Kombination. Jeder hat eine andere Kombination. Döner ist auch so nicht richtig, wenn du schon satt bist, wenn du richtig satt bist. Ach, ihn hab's jetzt noch, komm, ihn hab's noch. Ja. Und dann ist es schlecht. Weil so ein Döner, wenn der im Magen liegt, Junge, der fordert dich richtig. Alles klar, Leute. Wie gesagt, ich mach nochmal einen Rundumblick hier vom See. Werde den Döner in den Nüssen aufhuten und dann sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Bleibt alle gesund. Mein Name ist Salami TV.